Diana kennen wir ja schon. Sie hat letztes Mal schon Bekanntschaft mit dem Lachgas gemacht. Aber das war nur eine Generalprobe, denn heute setzt Dr. Christian Reisinger ein Zahnimplantat. Das ist zweckmäßigerweise aus Titan, weil es ohne Komplikationen einheilt und quasi ewig hält. Ein Implantat kann zum Beispiel Zahnlücken schließen, Prothesen stabilisieren oder sogar einen kompletten, festsitzenden Zahnersatz im zuvor zahnlosen Kiefer ermöglichen. Und das bedeutet eine immense Steigerung an Lebensqualität für den Patienten. Grundsätzlich kann jeder chirurgisch tätige oder interessierte Zahnarzt diese Eingriffe durchführen. Es hat sich allerdings in letzter Zeit innerhalb des Gesamtfachs der Zahnmund- und Kieferheilkunde doch auch in der Implantologie eine Spezialisierung etabliert, weil einerseits sowohl der Fortbildungsaufwand als auch der operative Aufwand beträchtlich sind. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren intensiv mit der Implantologie, habe während dieser Zeit unzählige und oft auch sündteure Seminare, Kurse und Kongresse besucht und auch das Zusatzdiplom für zahnärztliche Implantologie erworben. Ich schätze mal, dass in Österreich etwa 5-10% aller Zahnärzte diese Eingriffe durchführen. Der Eingriff läuft wie folgt ab. Nach der obligaten örtlichen Betäubung kommt das, das jeder fürchtet. Die Schleimhaut wird geöffnet und der Kieferknochen freigelegt. Dann wird mehr oder weniger ein Gewinde in den Knochen gebohrt und das Implantat später wie ein Schrauben eingeschraubt. Aber das ist eben keine Arbeit für Heimwerker, sondern für Spezialisten. Der erledigt das dann so schonend, dass danach nicht einmal genäht werden muss und nach einer sogenannten Einheilphase von 2-6 Monaten kann das Implantat dann fertiggestellt werden. Die Patienten werden vor dem Eingriff ausführlich vorbereitet und darüber aufgeklärt, was passiert. Die Implantation wird routinemäßig in Lokalanästhesie durchgeführt, auf Wunsch natürlich auch in einer totalen Entspannung, in Lachgassedierung. Unmittelbar nach der Operation empfehlen wir körperliche Schonung. Bereits den nächsten Tag ist der Patient wieder voll einsatzfähig und er ist nicht geschwollen und schmerzfrei. Manchmal ist ein gezielter Knochenaufbau für das Setzen des Implantats notwendig. Das hängt von dessen Durchmesser und der Länge ab, sowie vom Zustand des Kieferknochens. Dr. Reisinger ist aber bemüht, Knochenaufbauten im Sinne des Patienten zu vermeiden. Wenn ich hier einem Patienten einen Zahn ziehen muss, kläre ich im Vorfeld schon ab, ob für den Patienten ein Implantat in Frage kommt. Wenn ja, wird dieser Zahn in einer gewissen schonenden Art und Weise gezogen und die verbleibende Knochenwunde sofort mit einem knochenfördernden oder knochenwachstumsfördernden Material versorgt. Und wenn ich dann in einigen Monaten ein Implantat setzen will, habe ich einen stabilen, entzündungsfreien Knochen und brauche keinen weiteren Knochenaufbau zu machen. Das nennt man Socket Preservation und das machen wir sehr häufig, weil wir vorausschauend auch planen. 4 Faktoren sind zu beachten, wenn es um das Implantat an sich geht. Erstens die Indikationsstellung, das heißt, ich brauche einen stabilen, entzündungsfreien Knochen. Zweitens natürlich die Fähigkeit oder die Qualifikation des behandelten Arztes. Drittens die Qualität des Implantates selbst. In letzter Zeit haben sich immer mehr Billiganbieter auf den Markt gedrängt. Diese Implantate werden natürlich vorwiegend im östlichen Ausland verwendet. Und viertens ist auch ein ganz wesentlicher Faktor die Mitarbeit der Patienten. Das bedeutet 2-mal im Jahr zur Mundhygiene und eine perfekte Zahnpflege zu Hause. Und wenn alle diese Faktoren zutreffen, nähern wir uns einer Erfolgsquote von 100%. Darauf bin ich sehr stolz. Sie haben Ihre Implantate sicher bis zum Lebensende. Nähere Informationen erhalten Sie beim Zahnarzt Ihres Vertrauens und selbstverständlich bei Dr. Christian Reisinger in Amstetten.